Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Tagebuchserienreihe. Tagebuchserienreihe, das Cello. Heute die Folge, Sie unten. ja, ich nehme das gerade hier am Sonntag nach meinem Reinigungs- und Wartungs-Live auf. Habt ihr ja zum Teil gesehen, waren ein paar Leute da, die sich meine Arbeit angeschaut haben, die ich hier verrichtet habe. Den Boden sauber gemacht, extra jetzt für das entsprechende Video, ist klar. Weil es müssen ja immer grundsätzlich schöne Aquarien gezeigt werden, damit ihr ja auch immer denkt, die Becken sehen immer so toll aus. Nein, tatsächlich, wer sich mein Reinigungsvideo angesehen hat, weiß, dass es anders ist. Ich habe jetzt, glaube ich, 3,5 Wochen habe ich den Boden nicht mehr gemacht. Der war also sehr stark verkrustet. Das ist also einiges an Kalkrotalgen drauf gewesen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich alles sauber gekriegt habe. Ich habe 2,5 Klingen gebraucht mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube 9 oder 10 Seiten. Die kann man immer doppelseitig benutzen. Ja, aber ich versuche das jetzt hier mal so als One-Take hinzukriegen und guck gerade mal so, passt. Ja. Alles in allem läuft das Becken einigermaßen stabil. Was ihr eben gesehen habt, ich hatte einen entsprechenden Phosphatpeak hier drin. Der hatte aber damit zu tun, dass ich habe gestern sehr intensiv gefüttert. Der Abschäumer hatte sich runtergestellt auf 20%. Das weiß ich noch, da weiß ich noch nicht genau warum. Das werde ich nochmal prüfen müssen mit Aquabee. Und ja, das war dann der Grund, warum ich dann auf einmal einen angezeigten Wert von 50 bzw. 48 hatte. Das ist dann eine umgerechnete 0,15. Ich bin dann hingegangen, wie ihr gesehen habt, habe dann mit Dantan gearbeitet und habe das Ganze wieder auf 30 runtergezogen, also und wieder runter auf 0,09. Ich bin schon wieder am Schwitzen hier. Wie gesagt, versuche das gerade im One-Take, weil ich nicht viel schneiden möchte. Ja, was hat sich in diesem Monat getan? Eigentlich nur eine wirkliche Sache, die interessant ist. Ich habe meine Nachfüllung am Osmosetank jetzt vollständig automatisiert. Und zwar bin ich hingegangen und habe mir bei Refactory die Level-Sensoren organisiert. 2 Stück. Übrigens ein Stück 75 Euro. für ein bisschen Luxus. Sorry. Die habe ich, blende ich euch jetzt gleich mal mit ein, im Osmosetank verbaut. Einmal mit oberen Abschaltungspunkt und mit unterem Alarmpunkt, der mir dann im Endeffekt sagt, aufpasse, du hast zu wenig drin. Sollte der untere Alarmpunkt aktiviert werden, habe ich jetzt eine entsprechende Routine hinterlegt, eine Aktion habe ich hinterlegt, die dann hingeht und sagt, pass auf, sobald der untere Punkt erreicht ist, schalten wir den entsprechenden Schalter, also sprich den Power Switch, den ich jetzt unten an der Osmose habe, ein und füllen dann das Osmosebecken auf. So, das geht dann bis zum oberen Schwimmer, bis der obere Schwimmer ausgelöst wird und dann heißt es im Endeffekt, jetzt schalten wir unten das den Power Switch aus. Das wäre jetzt erstmal der erste Punkt. Zudem hat der Power Switch hinterlegt, glaube ich, müsste ich noch genau schauen, maximal 1 Stunde Laufzeit. Und als zusätzliche Sicherung ist immer noch mein Schwimmer hier drin, der dafür sorgt, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, ein Schalter nicht ausgelöst wird oder sonst irgendwas, dass unten die Anlage noch zusätzlich abschaltet. Ich denke mal, währenddessen ich gesprochen habe, blende ich euch dementsprechend alles nochmal mit ein, zeige die entsprechende Verkabelung, wie es hinten aussieht. Ist jetzt relativ wild, aber das ist im Prinzip das, was ich jetzt im Becken tatsächlich noch abgedatet habe, um das Ganze weiter zu automatisieren. Ich hätte natürlich auch aus der Ferne hingehen können mit dem Handy, mit dem Handy und meinen normalen Smart-Schalter, den ich unten sowieso schon dran hatte, einschalten, 1 Stunde laufen lassen und anhand des Schwimmers hätte sich das ausgeschaltet und wäre dann dementsprechend nach 1 Stunde hätte sich das Ganze wieder abgeschaltet. Ja, das wäre so der Plan gewesen. Mein Gott, es ist aber auch warm heute. Ja, ich habe auch gerade eben extra, wie gesagt, das Becken für euch sauber gemacht, deshalb ist das noch die Restwärme. Und längeres Shirt, eben habe ich ja im anderen Shirt hier gearbeitet, aber für das Video macht man sowas nicht.
Ja, das ist die Veränderung. Warum habe ich das gemacht? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich keine Übersicht darüber hatte oder keinen Alarmschalter hatte, der mir den unteren Wasserstand meldet. Also ich wusste nicht oder weiß nicht genau, wann ist mein Osmosetank leer oder an einem kritischen Wasserstand. So, dafür hätte ich schon mal einen Sensor gebraucht. Jetzt habe ich auch gesagt, komm, du hast sowieso noch einen Power-Switch hier rumliegen und weißt gerade nicht, was du damit tun sollst. Den setzen wir jetzt so ein, dass man das halt, wie gesagt, der untere schaltet den Power-Switch ein und wenn er an der oberen Höhe angekommen ist, wird der Power-Switch wieder aktiviert und angesteuert und dann vom Strom genommen, die gesamte Anlage. Was tatsächlich im Endeffekt bleibt, ist der Gesamtwasserdruck auf der Anlage unten. Also die Anlage ist stetig und immer am Wasserdruck angeschaltet, was der Anlage aber im Endeffekt auch nichts macht. Ja, das zu den positiven Sachen. Zu negativen Sachen. Der Typ, der hier vor dem Aquarium sitzt, hat mal wieder nicht aufgepasst. Mal wieder. So, einerseits, nein, es ging jetzt nicht um das Phosphat, was von gestern auf heute um 0,6 nach oben geschnellt ist, sondern es geht sich tatsächlich um meine Scolymera, die gerade die gleichen Symptome zeigt, wie meine Euphyllien gezeigt haben. Und ich habe es zu spät bemerkt. Das heißt, blende ich euch dann auch mal eben kurz ein. Die Scully ist tatsächlich hinüber. Die muss ich gleich rausholen. Habe ich gestern gesehen und habe es noch ja, versucht, die zu behandeln. Die Behandlung schlägt aber nicht mehr an, weil es zu weit fortgeschritten ist. Und von daher, ja, die habe ich damals so klein gekriegt von einem Bekannten. Dem habe ich die abgekauft, weil er aufgehört hat. Die ist es so groß geworden, schön gewachsen. Aber ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, ah, wie sieht es aus, weil die auch ein kleines bisschen schattiger gestanden hat, so, die nicht direkt im Blick war. Und zum Zweiten, ja, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass dieses Tier im Endeffekt die gleichen Symptome dann im Endeffekt erreicht, beziehungsweise vom gleichen Bakterium befallen wird wie hinten meine Ophelien damals. Also die hat tatsächlich, wird die von innen nach außen, löst die sich auf und ja. Ist leider hinfällig, das Ganze jetzt nicht mehr zu retten. Kann ich nichts dran machen. Ist leider so. Aber zeigt mir im Endeffekt wieder, auch wieder jetzt was gelernt. Hat mich jetzt im Endeffekt wieder ein Tier gekostet, mich Blödmann. Dass wenn irgendwas Bakterielles im Becken ist und man ähnliche Tiere hat, sollte man auch nach Möglichkeit dann wirklich den Rundumschlag machen in der Behandlung. Die man halt machen könnte oder machen, wie ich gemacht habe, sprich mit den Antibiotika. Alles, was machbar ist, alles, was in die Richtung geht, sollte dann behandelt werden, damit es halt nicht eingeht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Und das Problem saß mal wieder vor dem Aquarium und nicht das Tier selber oder irgendwas im Aquarium. Ich habe nicht richtig aufgepasst. Fakt ist aber auch, dass alles andere hier in diesem Becken sehr schön und sehr, ich sag mal, kontinuierlich wächst. Es wächst nicht übermäßig. Das ist mir auch ganz lieb so, weil ich auch tatsächlich mit reduzierter Leistung fahre. Ich habe jetzt im Moment, lass mich mal eben gucken, bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle. Ja, übernehmen. Nochmal. So, da sind wir wieder. Ich fahre momentan tatsächlich die beiden rechten Lampen, fahre ich auf 33% der Leistung. Damit komme ich auf einen Pa-Wert hier unten ungefähr von 118, in der Mitte in dem Bereich hier von 200 und hier oben ungefähr auf 300 Pa. Reicht eigentlich vollkommen aus. Ist aber im Endeffekt auch so. Die Schwierigkeit, die ich so oder so habe, weil ich ja alles auf einer Höhe habe, dadurch werden meine SPS natürlich nicht ganz so extrem, bekommen die nicht ganz so extrem viel Licht, wie sie eigentlich kriegen sollten. Sie sollten eigentlich mehr Licht haben, aber da ich hier und da auch immer noch LPS dazwischen habe, ist es natürlich jetzt das Problem. Die fahren am unteren Limit, die SPS wachsen nicht so schnell,
Aber sie stehen ganz gut da und wachsen aber tatsächlich auch. Das kann ich euch hier seitlich, blende ich euch gleich mal kurz mit ein. Die Joker, die war ungefähr nur so groß. Das ist jetzt das Wachstum ungefähr von einem Dreivierteljahr. Ist langsamer, definitiv, weil ich auch weniger Licht drauf habe aufgrund der Mischhöhe. Aber das funktioniert. Ja? Somit kann man das, ich sag mal, das Wachstum ein kleines bisschen eingrenzen. Mein KH-Verbrauch ist auch gleich geblieben, also das passt soweit alles. Und hinten die linke Lampe, die habe ich tatsächlich im gleichen Bereichen. Da fahre ich insgesamt, glaube ich, 5% weniger. Da liege ich auf 28%, weil ich da tatsächlich halt mit Masse nur die Eufis habe im ganz linken Bereich und die brauchen nicht so viel. Deshalb ist der linke Bereich ein kleines bisschen dunkler. Sieht man auch, glaube ich, auf dem Video ganz gut, dass etwas dunkler ist da in der Ecke. Und hier der rechte Bereich für euch ist dann etwas heller. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, ich mache mit euch nochmal einen Flug durchs Becken, weil sehr viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen, außer. Falsch. Streiche Sätze. Ich habe ja noch die neuen Tunze 6095 eingearbeitet. Ich weiß gar nicht, habe ich das im letzten Tagebuch schon erzählt? Keine Ahnung. Die sind jetzt tatsächlich so, dass ich sie. Ich habe sie noch nicht über Computersteuerung, also sprich über den Controller, den ich hier unten habe. Die laufen momentan beide, lasst mich nicht lügen, auf 60 und 50%. 60% hier hinten, weil hier hinten die SPS sind. Da kommt ein bisschen mehr Saft rum. Und 50% da hinten bei den LPS. Und dann geht es dann auch so ein kleines bisschen nach oben. Also es ist nicht direkt auf die LPS draufgesetzt, aber es ist wirklich eine richtig schöne, breite, weiche Strömung. Das Einzige, was mich so ein kleines bisschen nervt an den Dingern, aber das hatte ich jetzt vorher bei den 6055 nicht. Jedes Mal, wenn ich fütter, wird natürlich das Futter angesaugt von den Pumpen, geht durchs Gitter und bleibt dann zum Teil vorne dran hängen. Also komischerweise an dem Gitter bleibt das Futter hängen und bei den 6055, die ich hatte, bleibt es nicht hängen. Aber das ist gerade Meckern auf hohem Niveau. Von daher, die tun ihr Ding. Da habe ich auch schon ein entsprechendes Video abgedreht. Ich habe einiges, wie gesagt, noch in der Hinterhand. Ich bin momentan halt einfach nur zu faul zum Schneiden. Nein. Es sind einige Videos abgedreht. Es gehen ja auch demnächst die Videos online hier mit dem Thorsten. Da schlachten wir das Becken. Da habe ich einmal ein Video fertig von der Straton Pro. Nein, von Straton Flex. Die 102er haben wir da ausgepackt und uns angeschaut. Das Video wird nächste Woche kommen. Definitiv. Das ist schon fertig abgeschnitten und abgesegnet von ATI. Dann haben wir den Aufbau, den wir gemacht haben. Wir haben Veränderungen am Schrank gemacht bei ihm. Das haben wir dokumentiert. Wir haben den Aufbau des E-Puris dokumentiert. Und ja, Mitte Juni, nee, Ende Juni werde ich dann zu ihm hinfahren. Dann werden wir das Becken in Betrieb nehmen. Dann kommt noch ein Video über den Start des Beckens sowieso. Die Aqua 1900, Mai Aqua 1900, die bauen wir dann bei ihm auf. Da habe ich ja auch noch kein richtiges Video drüber gemacht für den Aufbau. Ja, wie gesagt, die Pumpen kommen. Ich habe aber noch mehr in der Pipeline. Also es ist einiges momentan noch drin und es reißt dementsprechend nicht ab. Ja, Fragen, Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, ist ein relativ kurzer Vlog heute. Ich fliege mal nochmal mit euch kurz durchs Becken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video, das dann sein wird wahrscheinlich Vorstellung, Unboxing, Aufhängung der Straton Flex 102. Entsprechenden Link haue ich euch schon mal mit rein. Das wird dann nächste Woche zur üblichen Zeit, sonntagabends um 19:30 Uhr dann laufen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. War mal ein kurzer Vlog, beziehungsweise kurzer Tagebucheintrag. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier gesehen habt. Bis dann. Ciao.